Willkommen, Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich soll jeden Tag ein Video machen. Ich soll wirklich jeden Tag ein Video machen. Naja, wenn diese vielen kleinen Bugs nicht wären. Einer ist mir heute Morgen schon wieder aufgefallen. Ich weiß, darum geht's nicht. Aber es gibt hier ja Clanspiele und ich habe 1100 Punkte extra hier reingespielt. Aber hier im Pass werden mir nur 800 Stück angerechnet hier. Score 1000 Points in Clan Games. Ich weiß nicht, was es ist, aber scheint mir ein kleiner Bug zu sein. Und ich glaube, dieses Spiel hier, das hier, geht im Moment auch nicht. Das haben wir nämlich auch schon getestet. Ist natürlich schade. Dafür gehen dann Punkte ein bisschen verloren. Aber es geht ja um was anderes. Es geht heute um die, da ist die Kamera, Rusher. Oder im Englischen heißt es immer Fix That Rush. Also habt ihr sicherlich schon ganz, ganz oft gesehen. Vor allen Dingen bei Klaus, der muss ja ständig seine, also nicht der Navi-Klaus, sondern der Klaus, der dort auch ab und zu mal YouTube-Videos und so weiter macht. Also auch der muss immer seine Rusher so ein bisschen fixen. Und aber was macht man eigentlich? Ihr wisst, ich bin mit Schief Barfuß und Toto, habe ich ein bisschen gerusht hier versehentlich das Rathaus auf 13 gebracht. Jetzt muss ich da dann natürlich durch. Und aber es geht ganz gut, auch was es angeht, die neuen Sachen eigentlich zu leveln. Also vor allen Dingen den Royal Champion hier ist immerhin schon auf 9. Okay, nee, der ist ja auf 10. Den machen wir erstmal auf 10. Aber ich habe gar keinen freien Bilder. Okay, in 4 Tagen kann ich ihn dann auf 10 machen. Tolle Wurst. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Haben wir hier nichts? Irgendwie so einen Hammer oder sowas? Nee, wir haben gar nichts, ne? Wir haben gar nichts. Wir haben echt mal nichts. Ja, das, so ist das halt im Leben eines kleinen Rushers. Okay, dann müssen wir da so durch. Okay, wir sind im Klankrieg. Ich will euch mal wieder ein bisschen was live zeigen. Kein Thema. Denn auch gerusht kann man hier ein bisschen was reißen. Klar könnte ich jetzt einen Trank nehmen. Ich habe aber schon einen Trank genommen. Beziehungsweise ich habe noch keinen Trank genommen. Denn ich habe gestern schon Angriff gemacht. Das heißt, der Trank wäre jetzt Verschwendung. Oder seid ihr der Meinung, auch wenn es ein wichtiger Clankriegsangriff ist, dass man ruhig mal einen Trank nehmen kann? Ich meine, jetzt auf den letzten hier ist das sicherlich nicht ganz so wichtig. Und ich weiß auch, bin mir auch nicht sicher, ob ich den auch wirklich schaffe. Oder ob ich ihn überhaupt irgendwie schaffe. Mal sehen. Ich habe diese Truppe am Start hier, mit denen greife ich im Moment nur im Rathaus 13er Bereich an, also wirklich nur im Rathaus 13er Bereich, beziehungsweise ich greife mit denen an. Und ich will nicht sagen nur im Rathaus 13er Bereich, aber ziemlich viel im Rathaus 13er Bereich. Okay. Gehen wir rein mit dem Warden hier und schauen mal, was da so kommt. Zwei Kokonuts davor und wir können hier hinten schon mal so ein bisschen was reißen hier auch. Ah ne, da ist die Kanone. Okay. Da ist die Kanone, aber wir haben schon ein bisschen was freigemacht hier. Und ich würde ganz gerne über diese gesamte Flanke hier Richtung Rathaus dann irgendwie kommen. Wie weiß ich noch nicht. Das wird schon. Ja. Das wird schon, Leute. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja? So, und ich habe auch nur handelsübliche Mauerbrecher dabei und würde ganz gerne den hier allerdings in Wut bringen. Nehmen wir nochmal ein, zwei Loons hier mit drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganz, ganz viele von denen. Jawohl, die haben wir aufbekommen. Sehr schick. Dann können wir hier auch rein. Da kommt schon so ein bisschen. Ist das schon Clanburg? Nee, ne, ist keine Clanburg, ne? Oh, die gehen alle außen rum. Uiuiui. Komm, bleib mal hier. Bleib mal hier, Leute. Sehr schön. Das ist gut. Mal sehen, wann hier überhaupt so Clanburg kommt. Da kommt die Clanburg. Okay, da ist eine Titanin mit drin. Da müssen wir den, glaube ich, schon mal zünden. Und meine Karre fährt aber noch durch hier. Das ist cool. Entschuldigt bitte. Meine Karre fährt hier noch durch. Aber wir haben jetzt den, glaube ich, nicht ganz so gut aufbekommen. Gehen hier hinten mal rein. Und nehmen den auch noch mal in die Pflicht hier. Eins, zwei. Mann, 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 Mann. Oh Mann, ich muss mehr trinken, Leute. Aber okay. Ist schon wieder schwierig genug hier mit meinem Neuner. Royal Champion, der musste jetzt. Okay, der war eine Selbstzündung. Wir können aber noch was schaffen hier. Hier unten ist auch noch was am Start. Aber ich denke mal, das bleibt leider einsternig. Also mit meinen Rushern hier sind die vielleicht doch ein bisschen zu schwach mittlerweile für die starke Armee hier.
Ich zünde meine Queen mal, dass ich ein bisschen mehr Truppen hier noch im Feld habe. Aber ja, okay, wir schaffen alles andere, nur das Rathaus nicht. Und der Inferno bleibt leider wahrscheinlich auch stehen, so wie ich das sehe. Aber meine Queen ist jetzt auch schon in dem Kleinstrahl. Hier ist auch nur ein Zweier. Okay, der ist halt sehr, sehr ähnlich, wie ich auch bin. Jetzt vom Status her. Naja, haben wir nicht geschafft. gute Prozente, Toto. Ja, ich habe beendet. Ich habe einfach beendet. Hätte eh nichts mehr gebracht. Also leider nur ein Stern hier. Wir können aber trotzdem weitermachen, denn ich bin, glaube ich, noch mit anderen Accounts hier am Start. Oder ich lasse erstmal die unteren ran. Alpha, Cäsar, Tutmosis. Im Moment greifen wir so spät immer an. In allen Clans wird immer so ultra spät angegriffen. Und ich nehme jetzt den Donnerbengel, glaube ich. Ich nehme einfach jetzt den Donnerbengel und mache da unten irgendwas weg, wenn die da unten nicht angreifen. Ich meine, wir haben jetzt nur noch 7-8 Stunden Zeit hier für den CK. 9 Stunden sind es nur noch. Und ne, so ein paar Angriffe sind schon gemacht. Aber dieses ewig lange Warten, ich weiß auch nicht, was es bringt. Muss ich echt mal gestehen. Deswegen, ich bin mal wieder ein bisschen brassig drauf. Deswegen habe aber gestern auch selber ein bisschen später angegriffen mit dem einen oder anderen Account. Ja, das gebe ich zu, aber jetzt nicht mit, ich sag mal, mit solchen Accounts. Hier können wir hier irgendwie was noch mal machen. Für einen Pass sollten wir mindestens 1000 Punkte irgendwie haben, ne? Oh, ich habe keine Lust auf Clanspiele. Das machen wir mal weg. Ich glaube, das kann hier keiner spielen. Dann rückt hier was Neues nach. Okay. Hier sind die Helden natürlich schon ein bisschen besser. Also hier habe ich jetzt schon 68, 66, 50 und 12. Obwohl so viel besser auch nicht, ne? So viel besser auch nicht. Kriege ich den World Champion hier nicht so richtig zugange oder was? Auch nur 12. Okay. Könnte ich aber einen upgraden. Allerdings grade ich immer ganz gerne ab, wenn die 5er Schritte machen. Das heißt also, wenn ich den jetzt auf 14 hätte, dann würde ich den upgraden, also auf 14 machen mit dem Buch und dann auf 15 mit dem Hammer. So mache ich das eigentlich immer. Aber da ist auch jeder verschieden. Und deswegen, ja, hier kann ich auch mal Helden-Potions und so nehmen. Ich glaube, hier nehme ich auch mal eine. Da lohnt sich das nämlich. Also die Frage ist immer, wann lohnen sich Tränke? Wir nehmen nicht die Army, sondern wir nehmen die Heroes. Dann habe ich die auf Max-Level für einen Rathaus Level 13. Und dann nehme ich mir jetzt halt den letzten, wenn die da unten nicht aus dem Quark kommen. Mach ich den jetzt genau so? Okay, die Armee ist ein bisschen anders, sehe ich gerade. Ist ein bisschen anders, die Armee. Okay. Die ist so ein bisschen anders. Ich habe hier keine... Naja, okay, ich sehe schon. Okay, Leute, ich sehe schon, was wir hier Sache haben. Mal sehen. Ich will die Strategie einfach nochmal machen, um zu checken, ob das wirklich nicht funktioniert, dass wir hier diese... Dass wir da so einen Bogen laufen, wisst ihr? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es funktioniert. Müssen wir mal schauen. Außen müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was laufen lassen gleich. Ansonsten bekommen wir hier hinten Stress. Ich würde auch fast sagen, da nehmen wir auch nur die Bowler. Okay. Da kommt jetzt schon das hier hoch. Eben habe ich das auch so gemacht. 1, 2, 3, 4. Ich nehme mal jetzt nur 4. Müssen eigentlich reichen. Ja, die reichen auch. Sehr schön. Dann nehmen wir hier 1, 2 hier außen. Einen mit dabei. Einen davon. Und dann müssen die erstmal da unten die Flanke ein bisschen wegmachen. So, ich hoffe, die laufen jetzt mit rein. Und zwar da rein. Leute, da geht's rein. Da geht's lang. Och, nicht alle außen. Was ist da außen so interessant? Was ist hier außen so interessant? Was hier in der Mitte nicht anders sein kann? Was ist da außen echt so interessant, Leute? Ah, nervt mich das. Nervt mich, Leute, ehrlich. Es nervt mich.
Wir nehmen das da mal in die Pflicht, haben aber außen hier auch immer noch was zum Abräumen. 1-2 können wir da setzen. Wir haben den Royal Champion noch, die Nado dort. Wir haben die Queen hier am Rathaus, okay. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Auch wenn es blöde gelaufen ist, sieht es aber gerade ein bisschen besser aus. Muss ich ganz klar sagen. Aber trotzdem ein bisschen gerettet mit dem Sprungzauber vielleicht. Aber mehr auch nicht. So, da haben wir ein paar mehr Truppen im Feld. Das sollte auf jeden Fall auch von der Zeit ganz gut reichen. Ja, lohnt sich doch vielleicht so ein Trank. Lohnt sich vielleicht doch so ein Trank. Hätte ja mit den anderen auch nehmen können. Die Truppen sind ja auch ähnlich. Und dann haben wir auf jeden Fall 3 Sterne gemacht. Ich wollte gerade sagen, mehr recht als schlecht, Leute. Aber wir machen noch einen. Wir sind ja nicht tot, wenn wir nicht mindestens 2 Angriffe hier machen. Und ich glaube, ich schwenke aber mal wieder um auf unter Umständen dieses andere Zeug, Hybrid und so. Hybrid oder Lalo mit Blimp. Mal gucken. Okay. Was können wir hier machen? Da haben wir das da hinten nur. Okay. Kommt mir fast einfacher vor. Auch wenn das Rathaus ein bisschen höher steht. Die andere Base war eben zumindest ein bisschen ekliger. Aber auch nur ein bisschen. Okay, das ist hier die vom dunklen Typen. Oh, Käse. Dann warte ich mal ab, dass der die Statue da macht. Da haben wir schon mal eine Bombe noch mit ausgelöst. Kriegen wir noch irgendwie so eine Luftfalle hier auch noch mit weg. Und dann kann der auch mal ein bisschen PS machen, der Kollege. Da kriegen wir die Mauer auf jeden Fall auf. Da fallen die ersten Defenses, sehr schön. Dann können wir hier auch außen wieder lang gehen. Den lasse ich mir mal noch. Die 6 hier setzen wir mal. Hatte ich jetzt echt noch 6 Mauerbrecher? Nee, ne? Wow, ich hatte echt noch 6 Mauerbrecher, Leute. Heftig. Donnerwetter. So, die beiden Ballons da noch mit drin. Queen hier mit rein und da muss es hier straight Richtung Rathaus gehen. Da kommt auch schon die Clanburg. Okay. Das ist jetzt die Clanburg eigentlich so wie immer. So, wo ist der Digger? Der ist in der Mitte. Sehr schön. Kommt darüber. Sehr schön. Die beiden müssen wir allerdings mal eben frosten hier. Das geht gar nicht. Hier hinten für die Bauhütte das hier. Dann gehen wir hier noch mit dem Magier mit, würde ich sagen. Und hier nehmen wir die beiden hier. Oh mein King. Oi, 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 oi. Und die Rootreiter haben hier wieder so einen weiten Weg. Von einer Defense zur nächsten. Aber ich lasse die Queen jetzt nochmal laufen. Die hat ja noch die Ability. Und da ist noch der Sprung, aber der läuft jetzt gleich aus. Aber die Queen müsste da, eigentlich müsste die Queen da rankommen. Eigentlich müsste die Queen da drankommen an die beiden. Gucken wir mal, die Rootreiter sind noch aktiv. 36 Sekunden, das ist echt wenig, Leute. Das ist echt wenig. Ich muss die Queen zünden, damit wir mehr Truppen im Feld haben. So nenne ich das immer. Mit den kleinen Bogenschützen hier. Und die Rootreiter kommen aber noch durch die Mauer durch, 96%. Ja, die nehmen die Mauer ja einfach so, als wenn es so ein Schweizer Käse wäre, mit der Löcher hat. Und dann haben wir auch hier die... Nein, haben wir noch nicht. Ah. Oh, ach komm. Oh. Der Warden und der Kobold. Der Warden und der Kobold. Okay, die beiden haben es gerissen. Also 2x100%, ich kann es ja doch noch irgendwie. Aber trotzdem mit den Rushern. Okay, unten kann man auf jeden Fall mal einen Trank nehmen. Also die Tränke lohnen sich in jedem Fall. Wenn man sie denn nimmt. Und hier haben sich jetzt in jedem Fall gelohnt. 2x3 Sterne. Also das hätte ich auch mit dem Schief-Barfuß machen können. Gestern eigentlich schon. Im Moment ist nur dieses Angreifen hier. Da machst du erstmal einen Hit. Guckst mal, was die anderen so machen. Aber ihr seht ja so ein bisschen hier, die anderen machen auch nichts. Ja, und einige, und wie gesagt, das Geiern Richtung der hohen Erze,
wir haben den Klankrieg sowieso schon gewonnen, ist ja auch ganz, ganz groß und in aller Munde. Aber das ist auch ein anderes Thema, was mich so ein bisschen aufregt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Bis dahin, Leute, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.